Mein Telefon vibriert. Hallo, darf ich fragen, wer dort spricht, bitte? Bowser am Apparat. Ah! Zuletzt bei Luigi's Mansion. Unser Weg in der Mansion führte uns in den Dachboden, wo wir relativ schnell unerwartet auf den dritten Boss trafen. Eine Ansammlung von vielen Boos, welche zu Boolussos geworden sind. Als wir ihn besiegt hatten und durch die Bosstür schreiten wollten, schlug der Blitz in der Villa ein und alle Lichter gingen aus. Dadurch erhielt mir die Möglichkeit, alle verpassten Events nachzuholen. Schaut euch die letzte Folge an, falls es euch interessiert. Wir sind im verborgenen Schatzraum, weil während dem Stromausfall-Event gibt es auch hier noch irgendwo einen Geldgeist. Wir müssen jetzt nur herausfinden, in welcher Truhe er sich befindet. Und ich habe ihn gefunden. Oh, nice. Und der Kommentarschreiber, von dem ich diesen Tipp hier habe, der hat mir noch etwas Zweites geschrieben, wo es noch einen Geldgeist gibt. Und den holen wir uns jetzt gleich. Und zwar hier im Musikzimmer. Ach, vielen Dank auf jeden Fall an SNKHDI403. Bro, such dir einen einfacheren Namen aus, aber ich... Oh nein, 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 nein. Noch nicht hier im Klavierhocker. Erst einmal den Dude. Aber jetzt hier im Klavierhocker gibt es nochmal einen Geldgeist für uns, der sogar einen Rubin für uns ausspuckt. Sehr, sehr nice. Gute Sache. So, aber wie gesagt, wir haben noch viel zu tun. Auch hier im Garten geht's für uns weiter. Und, ja, das haben mir einige geschrieben. Aber ich habe einfach mal den Kommentar von Jojo noch mitgenommen, weil er hat mir auch gesagt, dass ich auf der Dachterrasse auf jeden Fall noch viele Pflanzen mitnehmen muss. Da werden wir gleich nochmal vorbeischauen. Aber jetzt natürlich ganz, ganz wichtig, Friends, die Pflanze hier im Garten, die man nach jedem Boss gießen muss, die sollte mit ein bisschen Glück jetzt sogar schon blühen. Und sie droppt. Das ist niemals großer Edelstein. Sie droppt einen ultimativ riesigen Edelstein. Holy shit. Das ist verdammt viel Geld. Aber sehr schön. Jetzt aber auf die Dachterrasse. Da müssen wir auch noch was gießen. So, Friends. Es gibt hier noch sehr viele Pflanzen, die wir gießen können. Oh ja. Da kommt ja tatsächlich dick Cash raus. Da kommt ja tatsächlich dick Cash raus. Ich muss nur aufpassen, dass ich mit meinem Wassersparsam umgehe, weil ich hier so schnell nichts Neues bekomme. Oh Gott, ich glaube, das Wasser wird ein Problem. Das Wasser wird safe ein Problem. Aber ganz sicher. Vor allem, weil ich immer relativ viel Wasser brauche, um überhaupt die Pflanze quasi hier zu triggern. Und dann kommt nicht mal immer Geld raus. Oh boy. Oh boy. Aber da kommt einfach ein Smaragd raus. Da kommt einfach auch ein Smaragd raus. Das ist sehr lohnenswert. Aber ich will nicht wieder den ganzen Weg zurück runter ins Erdgeschoss gehen. Bitte nicht. Oh nein, die Pflanze hatte gar nichts. Das ist doch zum Kotzen. Verdammt. Wie viel hätte mir hier noch gefehlt? Eine, zwei, drei, vier, oh, fünf, sechs. Ich gehe nochmal auf die Reise und hole Wasser. Oh, really? Alter, ich kann Geister langsam nicht mehr sehen, ohne Scheiß. Ich freue mich so, wenn ich das Licht wieder anmachen kann. So, dann gießen wir diese Pflanzen hier mal noch. Und dann sollten wir hoffentlich mit unserer Erkundungsreise für, die Dunkelzeit fertig sein. Ich weiß, die Pflanzen müsste ich gar nicht gießen, wenn es dunkel ist. Die könnte ich auch gießen, wenn es hell ist. Aber ich möchte, wenn ich schon mal dabei bin, hier so Sachen nachzuholen, das auch irgendwie komplett machen. Dass die Dinge hier einfach, ja, dass wir die beisammen haben. Also, wofür habe ich das alles noch gemacht? Okay, noch ein Smaragd. Allein der rechtfertigt es schon, diesen Gang nochmal gemacht zu haben. Goldbarren, schick. Oh mein Gott, das ist sogar ein relativ wertvoller Rubin, oder? Der hat auf jeden Fall eine andere Form als die normalen. Okay, das hat sich mehr als gelohnt. Mehr als gelohnt. Gut, ich wurde nicht vom Game verarscht. Sehr schön, da haben wir noch einen Blumentopf. Wo auch nochmal ein bisschen Cash rauskommt. Nice.
Sehr, sehr, sehr gut. Gut, ich glaube, die Pflanze, die jetzt kommt, die hatten wir noch. Na? Ja. Alles klar. Dann hätten wir jetzt, glaube ich, tatsächlich alles, was wir nachholen sollten, ne? Wenn es dunkel ist. Sollten wir jetzt noch was verpasst haben, dann, mein Gott, shit happens. Das Ganze ist ja, wie gesagt, kein Rang und wir werden einfach nach dem Geld am Ende bewertet und den A-Rang zu bekommen. Dafür muss man, glaube ich, das ganze Spiel so gut wie perfekt durchspielen. Das haben wir sowieso schon versagt mit den Porträtgeistern, also alles entspannt. Wir gehen jetzt gemeinsam runter in den Keller, in diesen Sicherungsraum, in der Hoffnung, da das Licht wieder anschalten zu können. Gut, hier geht es runter in den Sicherungsraum und ich hoffe, dass ich hier den Strom wieder anmachen kann. Ansonsten raste ich hier noch komplett aus. Oh, hier ist... Hä, war der nicht hier? Oh nee, nein, der ist abgesperrt. Hä? Aber wie soll ich denn... Muss ich doch einfach weitergehen? Muss ich doch auf den Dachboden einfach weitergehen? Oh no, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ach, warum ist der abgesperrt? So, wie wird das gerechtfertigt? No joke, wie oft ich diese Villa jetzt schon von oben nach unten durchgelaufen bin, allein schon im Laufe dieses fiesen Geister-Events, da hat man irgendwann keine Lust mehr. So, jetzt lass mich hier rein und dann checken wir mal ab, was hier so abgeht. Ah, überall Geister, lass mich in Ruhe. Es gibt nur eine Tür, die auf ist und die ist hier. Und das ist das Telefonzimmer. Hier wurde ich auf ein Easter Egg aufmerksam gemacht. Hier muss ich auf irgendeinen Schatten gucken, wenn's blitzt. Aber hier blitzt noch nichts. Es soll hier nämlich in diesem Raum einen Schatten geben, wenn es blitzt. Das soll aussehen, als ob Luigi erhängt worden wäre. Klingt ziemlich krank, ich weiß, aber genauso ist es gemeint. So, und ich mache diese ganzen Kisten und so jetzt auch noch auf, wo es dunkel ist, bevor ich jetzt mit diesem Telefon irgendwas mache. Weil wer weiß, vielleicht versteckt sich ja irgendwo ein Geldgeist. Na? Und da möchte ich nicht sagen, wir hätten nicht gründlich gesucht, aber es sieht tatsächlich nicht so aus, als ob wir hier irgendwas verpassen würden. Okay. Warum klingelt das Telefon? Es ist doch Stromausfall. Hallo? Hallo, darf ich fragen, wer dort spricht, bitte? Bowser am Apparat. Ah! Oh, scheiße. Okay, Wir verdecken nicht unsere Identität. Luigi? Boah, hier ist tot. Boah, bin ich froh. Keine Ahnung, was ich getan hätte, wenn am Ende ein Geist gewesen wäre. Da wäre ein Riesenproblem. Der Blitz hat im ganzen Haus einen Stromausfall ausgelöst. Was sollen wir jetzt machen? Dabei fürchten wir uns fürchterlich im Dunkeln. Gibt's denn keine Möglichkeit, das Licht wieder anzuknipsen? Wie? Nein, wir wissen auch nicht, wie man es wieder in Gang bringt. Wir hatten gehofft, du hättest eine Idee. Ah, ich habe schreckliche Angst. Das heißt, wenn ich gerade drüber nachdenke, ich erinnere mich an einen großen Sicherungsschalter im Keller. Da war ich gerade. Beim großen Sicherungsschalter im Keller war ich gerade. Sag nicht, ich musste jetzt wieder runter. Hallo? Hallo? Oh, entschuldige die Überraschung, ich bin's Professor Igitt. Ich wollte dich nicht beunruhigen, normalerweise benutze ich ja den Game Boy Horror, um dich anzurufen, aber naja, da du das Telefon benutzt, da bist du ja in diesem Raum, dann ist es ja kein Stress. Du meinst ja, dass alle Geister das Licht meiden, eine dunkle Zuflucht suchen. Jetzt pass auf, es gibt einen Geist, der aus der Galerie geflüchtet ist und die dunkelsten Orte aufsucht. Sein Name ist Onkel Bitterlich. Wenn du umherstreifst, hast du vielleicht nur diese eine Chance, ihn zu fangen. Warum suchst du ihn nicht, bevor du dich um das Licht kümmerst? Das könnte clever sein. Selbst für einen Geist ist er recht alt, aber dadurch ist er umso umsichtiger geworden. Was ich dennoch über ihn sagen kann, dass er sich gern in Räumen mit Kleidung und Spiegeln auffällt. Oh je, die Geister nähern sich deiner Position. Gib acht, Luigi! Geister und Spiegel? Gibt es ein Ankleidezimmer? Es gab doch ein Ankleidezimmer, oder? Okay, dann muss ich jetzt gleich mal die Karte abchecken, ne? Wenn ich diesen Geisterfight hier jetzt mal hinter mich bringe. Ich kümmere mich erstmal um die kleinen Geister, weil die viel mobiler und stressiger sind. Und dann kümmere ich mich um die großen. Das ist deutlich machbarer. Oh, sehr gut. Und das war's doch schon wieder. Also, Ankleidezimmer. Gibt's dich? Und wenn ja, wo bist du? Ja, es gibt das Ankleidezimmer und das haben wir ganz am Anfang vom LP kennengelernt.
Da müssen wir einfach nur quasi hier durch die ersten Räume gehen, bei welchen wir am Anfang waren. Holy shit, gibt's hier viele Geister. Und dann kommen wir erst in das Vorzimmer. Und hinter dem Vorzimmer befindet sich das Ankleidezimmer. Und ich hoffe, hier ist jetzt dieser Porträtgeist. Oh ja, das muss er sein, oder? Da ist er. Okay. Was muss ich tun? Warum hat er uns jetzt sein Herz gezeigt? Okay, ich habe keine Ahnung, warum er uns jetzt sein Herz gezeigt hat. Aber dieser Dude, den gibt's wohl nur während diesem Event. Und, ja, der fliegt ganz schön hoch. Wie sollen wir denn da bitte... Wie sollen wir denn den bitte einsaugen? Okay, es scheint irgendwie zu funktionieren. Und wir haben ihn sogar in einem Flutsch bekommen. Ja, entspannte Sache. Und das scheint uns vielleicht sogar den Schlüssel zu bringen, den wir brauchen. Denn ich habe gelernt, ein kleiner Fakt, Leute, ein Kommentar zu dir. Grüne Truhen geben immer Geld, blaue immer einen Schlüssel, also ist ja ein Schlüssel drin. Goldene ein Element und die roten ein Item von Mario. Danke. Oh, Stijn. Oh, scheiße, ich kann den Namen nicht aussprechen. Auf jeden Fall danke dir für die Info. Und jetzt haben wir, glaube ich, auch den Schlüssel. Oh. Ja, doch. Für den Sicherungsraum. Aus irgendwelchen Gründen wurde er abgeschlossen. Und jetzt können wir ihn wieder aufmachen. Gut. Jetzt Schlüssel rein. Und das Licht wieder anmachen. Und dann hat dieser Spuk hier ein Ende. Oh, yes. Sehr schön. Und jetzt gibt es ja sogar einen Boohoo Friends. Aber erstmal hole ich mir den Schlüssel. Und an der Stelle kann ich sogar noch das Fanart für heute zeigen. Und zwar vom lieben Patty. Dankeschön dafür. Ja, auf jeden Fall wieder die Spezi kommt wieder vor und dann noch ein sehr, sehr süßer Geist und Luigi und sehr, sehr fresh auf jeden Fall. Danke, mein Freund. Oh Gott, ein 200-Leben-Buhu. Ein 200-Leben-Buhu. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Okay, wir haben ganz schön viele Leben abgezogen, aber dass wir den im First Try kriegen, ich denke, das war jedem klar, dass das nicht funktioniert. Aber es geht hier im Keller sogar für uns weiter. Und zwar im Lagerkeller sind wir. Okay. Oh, ein Geldgeist. Ein Geldgeist. Ich schaue aber nach oben. Oh Gott, jetzt kriege ich den nicht. Weil Luigi aufgrund der Bewegungssteuerung wieder irgendwo hingeguckt hat. Oh, aber da ist er wieder. Aber nur nicht dahin, wo er soll. Okay, der flüchtet zum Glück nicht. Also der verpufft nicht. Puh, Glück gehabt. Gebt mir die Goldbarren. Gebt mir das Cash. Und dann räumt ihr mal ein bisschen auf. Das sind ja riesige Staubhäufen. Habe ich da gerade einen Buhu gehört? Habe ich da gerade einen Buhu gehört? Ist vielleicht der andere Buhu, der 200-Leben-Buhu, jetzt wieder zurück in den Raum gegangen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich räume hier erstmal auf. Und kann es sogar sein, dass wir jetzt zu König Buhu kommen? Ne, wir kommen jetzt, wenn ihr auf die Karte unter mir guckt, jetzt gleich in diesen großen, langen Gang. Keine Sorge, diesen Knopf da drüben, wo ich mich an die Decke stellen kann, den habe ich nicht übersehen. Und hier ist er auch. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen jetzt gleich in den Gang, wo es zu König Buhu geht. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall, das Ganze. Ich gucke mich erstmal noch ein bisschen weiter um. Aber, also hier an der Decke laufen, bringt mir aktuell tatsächlich nichts, wenn ich ehrlich bin. Ist zwar alles ganz nice und so, aber so wirklich weiterkommen tue ich nicht. Aber das Licht geht ja auch nicht an, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass der Raum sagt, hey, du bist hier fertig. Du hast alles gefunden, ne? Deswegen haben wir nicht alles gefunden. Oh, da versteckt sich noch einer in diesem Fass. Du Pfeife. Und jetzt ist auch das Licht an. Oh, und wir kriegen schon wieder einen Schlüssel. Also einfach kann es gehen. Sehr gut. Und einen Buhu gibt es auch noch. Hoffentlich nicht wieder 200 Leben. Komm schon, Bro. Das muss nicht sein. Oh, und das ist jetzt tatsächlich auf dem Dachboden oben. Das ist jetzt tatsächlich auf dem Dachboden oben. Wo versteckt sich der Dude? Da ist er. Okay, ich bin Bruce Lee Karate. Natürlich an Bruce Lee angelehnt. So, ich bleib hier einfach tatsächlich einfach nur stehen und dann sauge ich ihn hier immer wieder. Oh, ernsthaft? Deswegen flüchtest du jetzt noch? So, komm her. Komm her, Bruce Lee. Oh, er will mir fast durch die Wand. Er ist durch die Wand abgehauen und hat noch ein Leben. So, und hier vorne geht's, glaube ich, zu König Buhu. Wir haben 37 Buhus, also kein Stress. Lasst uns die geheime Cutscene triggern. Oh, können wir aber gar nicht, weil hier die nächste verschlossene Tür ist, oder? Weiße Handschuhe.
Ein süßer kleiner Schnurrbart. Italienisches Schuhwerk. Du bist aus... Wie bist du aus dem Gemälde? Warte mal, deine Klamotten sind ja grün. Verstehe, du musst Luigi sein. Nicht schlecht, einen Moment lang war ich echt verwirrt. Oh ja, was soll's. Was möchtest du, dass ich Mario freilasse? Alles klar. Nie und nimmer, ich werde doch nicht mein Schmuckstück einfach hergeben. Mario bleibt genau da, wo er jetzt ist. Hey, was hast denn da den Schreckweg 0816? Ach, du Scheiße. Was nun, Buhus? Gute Idee, Leute. Alle hier anwesenden Buhus. Sammelt eure Kräfte, dann pusten wir ihn um. Ein tiefer Buhu-Atemzug. Und weg mit dir. Okay, ist das die geheime Cutscene? Ich glaube schon. Hey, und er bringt uns sogar wieder hierher. Das spart uns Zeit. Aber ich möchte tatsächlich noch die Buhus aus dem Keller haben, wenn ich ehrlich bin. Und ich speichere mal. Ich habe dieses ganze Event bisher noch nicht abgespeichert. So. Sehr schön. So, wir sind wieder zurück. Hier gibt es wohl, glaube ich, noch, wenn ich richtig liege, ein Buhu mit einem Leben. So, das, ich glaube, das kriegen wir hin, auch ohne... Oh, wir müssen den Staub hier wegmachen, oder? Das ist unangenehm. Aber kein Problem. Weg damit. Der Buhu sollte ja schnell gefangen sein. Warum leuchtet es hier rot und ich krieg den nicht? Ich verstehe das nicht. Ich muss jetzt wieder warten, bis er seine Position wechselt, weil ich es nicht gebacken bekomme. Oder was? Oh, lol. Da kam einfach ein Goldbarren raus. Ja, moin. Nice. Und der Buhu ist weg. Es leuchtet nicht mehr rot. Hä? Okay, dann gehe ich jetzt mal zurück in den Raum, in dem der 200 Leben Buhu war. Der ist auf jeden Fall wieder zurück. Ah, verrückter Stuff, der hier abgeht, sage ich euch. Wirklich verrückter Stuff. So, wo ist der Dude? Da ist er! Oh nein, das ist nur die Attrappe gewesen. Und wo ist dann der Originale? Okay, der ist auch noch hier irgendwo. Da ist er! Oh yeah, du hast noch 122 Leben. Ich weiß, Buffalo, Buu, Zileine. Buffalo natürlich. Okay. Wir haben auf jeden Fall 60 Leben runtergebracht. Was es mit dem anderen ist? I don't know. Fragt mich nicht. Der ist einfach verschwunden, ne? Also... Ich habe wirklich keine Ahnung. Also vielleicht ist der immer noch in dem anderen Raum, aber das Bumeter war irgendwie da und dann nicht mehr. Also einfach nicht nachfragen, einfach akzeptieren. So, da vorne ist der Dude. So, komm her. Okay, er flüchtet wieder zurück in den Raum. Das soll mir tatsächlich recht sein. Da kriege ich ihn leichter. Oh Mann, wir müssen immer hier durch. Ah, aber deswegen gibt es hier die Gravitation. Deswegen gibt es hier die Gravitation, dass wir nicht immer... alles wegsaugen müssen. Das ist tatsächlich sogar sehr sozial. So, und jetzt haben wir ihn, glaube ich, bei knapp unter 60 Leben oder ein bisschen mehr als 60 Leben. Da sollten wir ihn eigentlich kriegen. Vor allem in dem Raum. Komm schon. Wir machen jetzt keine Faxen mehr hier. Oh, wir machen Faxen. Komm jetzt her. Der düst hier übel rum. Da kann ich gar nichts machen. Zwei Leben konnte ich ihm abziehen. Alter, was ist das für ein Bullshit? So, und jetzt schneide ich dir den Weg zur Wand hier ab. Und dann haben wir ihn auch. Wo der andere hin ist, keine Ahnung. Der scheint immer noch in dem alten Raum zu chillen. Vielleicht kann ich den aber auch noch triggern. Keine Ahnung. Nö, der scheint tatsächlich weg zu sein. Bin sogar extra nochmal bis zum Eingangsbereich gegangen, habe gespeichert. Ich hoffe, das ist kein Bug. Aber der ist futsch. Macht nichts. Die Folge ist jetzt allerdings auch vorbei. Ganz schön nervenaufreibend. Ich muss sehr viel schneiden. Ich bin sehr viel durch die Villa geirrt. Holy shit. Aber beim nächsten Mal machen wir auf dem Dachboden weiter. Und dann suchen wir uns den letzten Schlüssel, um dann zu König Boo zu kommen. Bis dahin, euer Hübi. Haut rein.